Hey ho Leute und herzlich willkommen zum ersten Tag unseres Challenge-Tagebuches. Ja, die Challenge ist nun aufgefüllt. Es sind quasi alle Leute eingeladen, die dabei sein müssen. Ja, der letzte oder vorletzte ist gerade beigetreten. Es fehlen nur noch diese drei hier. Die Regeln zur Challenge sind den Leuten bekannt. Ich werde sie euch während dieses Tagebuchs noch näher bringen. Wie lange es geht, seht ihr nochmal hier. Bis diese Feeds wieder erreicht sind. Stufe 150, 80% Sammleralbum, 90 Dungeons und Aura 5. Ich werde es jeden Tag so handhaben, dass ich, wenn ich Zeit habe, das heißt, ich nicht so lange Schule hatte, dass ich dann mein Alu im Schnelldurchlauf durchklicke. Also ich werde das dann aufnehmen und dann schnell mit Musik hinterlegt abspielen und dann am Ende der 100 Alu ein Fazit des ersten Tages ziehen werde. Und da mal schauen. Ist auf jeden Fall heute wichtig, dass ich Glück habe, um entweder viele Pilze zu finden oder das Sammelalbum zu finden, weil sonst hänge ich schon hinterher. Weil jetzt momentan ist heute der erste Tag natürlich. Manche sind noch Level 1, aber es gibt auch schon Leute, die ihre Alu durch haben oder ich weiß nicht, wie weit die sind. Die Challenge, ja, wir sind 30 Leute, Leute. Wir füllen hier schon die halbe Gilde aus. Bis Greyforce sind alles Challenge-Teilnehmer. Der DJ Fresh, der gehört hier nicht hin. Ich weiß nicht, was der hier macht, aber... Nun ja, aber es gibt schon einige Leute hier. Ich schaue mal von Greyforce an. Die haben schon ihr Sammelalbum. Es ist wichtig, dass ich jetzt mein Sammelalbum finde. Sonst habe ich jetzt schon einen Nachteil. Und den möchte ich ungern haben. Ich habe Stadtwache gemacht heute Morgen. Sehr laut, ich mache mal den Ton aus. Nein, Ton aus. So. Und da habe ich jetzt 4 Gold 40. Jetzt gebe ich euch einen Tipp. Guckt nicht in euren Zauberladen. Guckt einfach nicht, wenn ihr einen Challenge macht, in euren Zauberladen. Denn levelt erst auf Level 10, weil der Laden generiert erst, wenn ihr ihn anklickt und er generiert dann passend zu eurem Level. Das heißt, wenn ihr Level 10 seid und auf Zauberland klickt, habt ihr vielleicht Glück und findet das Sammelalbum, ohne ein Pilz ausgegeben zu haben, direkt am selben Tag, an dem ihr angefangen habt. Deswegen nicht in den Zauberladen gucken, auch nicht in den Waffenladen gucken und einfach hoffen, dass es losgeht. So, ich werde nämlich jetzt meine Alu durchklicken. Ihr könnt dabei zugucken. Und dann sehen wir uns später in 100 Minuten oder etwas mehr oder weniger, also mehr weniger nicht, aber mehr, zum Fazit des ersten Tages, der Challenge, der 10 Euro Paysafe oder PayPal Challenge von Media Magic Doom. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen meiner Alu. Bis dann, Leute.
So Leute, ihr habt jetzt gesehen, das war Neon der Alu. Da hatte ich doch am Ende nochmal Glück und habe das Sammelalbum gefunden. Hab mich jetzt auch schon darum ein bisschen gekümmert. Ich versuche jetzt erstmal die schwierigen Krieger-Items als erstes zu finden. Das heißt, diese Eulenprügel und hier die Spielzeugschwerter so als erstes zu finden, damit die mir später nicht mehr auf die Nerven gehen. Denn ich werde hier auf jeden Fall im Sammelalbum Gas geben. Ich habe mir auch schon eine kleine Hilfe dazu gemacht. Ich habe hier mein iPod liegen und der hat einen Timer auf 10 Minuten und alle 10 Minuten macht es dann dum 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 dum. Und dann weiß ich, ah, Arena-Kampf machen, und dann habe ich mir schon ein paar Zielchen hier aufgeschrieben, die ich dann gleich angreifen werde und dann man es abpushen werde. Da aber noch nicht alle Leute ihre Alu gemacht haben, beziehungsweise gerade erst eingetrudelt sind oder beziehungsweise noch eintrudeln müssen, werde ich heute noch keinen großen Überblick darüber machen, wer wo und wie gerade steht. Das wird morgen folgen. Ich gucke mir nur heute mal die ersten drei oder die Level vom, also die vom höchsten Level und eine kleine Besonderheit an. Da haben wir nämlich hier den Imp 3, der ist der einzige Level 13 Spieler und ich glaube, der hat auch gerade noch Alu. Ich weiß nicht, wie viele Pilze er gefunden hat. Ist ja auch nicht seine Pflicht, es zu sagen. Aber ja, er ist gerade in Führung, hat 7,88% Sammelalbum, hat noch kein Dungeon gelegt und führt gerade die Challenge eigentlich relativ dominierend an. So, dann haben wir hier Dark Pascal. Der hat auch als erstes den ersten Dungeon der ganzen Challenge gelegt. Frage mich, wie. Okay, der hat einen guten Stab gefunden, aber sonst so viel Intelligenz hatte der nicht. Hat auch das erste Epic der Challenge gefunden und hat aber leider noch kein Sammelalbum, was ihm ja auch irgendwie zurückwirft. Und dann haben wir hier noch dazu, das sind die drei führenden Spieler in der Challenge von 30 Leuten. Der Joe 32, der hat ein Sammelalbum von 4,59% und Ausrüstung ist nicht so toll und Dungeon hat er auch nicht gelegt. Es gab noch keinen, der Dungeon gelichtet, außer, wie hieß denn der? Dark Pascal. Er hat 4 Pilze gefunden übrigens. So, ja, die Besonderheit war, dass halt er der war, der den ersten Dungeon gelichtet hat. Hier sind schon alle dabei. Morgen stelle ich nochmal alle hier vor. Morgen gibt es den ersten großen Überblick über die ganze Challenge. Und ich habe hier noch 27,7 Alu. Die spare ich mir auf bis heute Abend, bevor ich ins Bett gehe. Und dann werde ich mit vollen Prozenten in, ja, den zweiten Tag starten. Ich denke mal, Level 11 ist noch drin. Dungeon werde ich auf jeden Fall, selbst wenn ich den Schlüssel finde, nicht schaffen. Aber dafür können wir ihn hoffentlich morgen dann zusammen machen. Nach erfolgreichen, ja, paar Stunden Stadtwache. Ja, das war der erste Tag. Heute etwas kurz gehalten, weil ich auch etwas noch zu tun habe. Aber morgen habe ich wenig Schule. Und da wird es auf jeden Fall was zu zeigen geben. Und außerdem sind ja auch noch nicht alle hier in dieser Challenge eingetrudelt. Und bis dahin, schaut einfach vorbei morgen wieder. Und dann seht ihr ganz genau alles über jeden und so weiter. Bis dann, Leute. Ciao.